Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Dieses Mal gibt es wieder eine Streamaufzeichnung. Ich hoffe, ihr seid damit fein. Ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich DVD gespielt habe. Ich rede vielleicht etwas wirr, weil ich auf den Chat reagiere, aber ich glaube, ihr kennt das mittlerweile. Viel Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns sehr gern beim nächsten Mal wieder. Und danke fürs Dranbleiben. Bis dann. Tschüss. Ist ja das Gleiche, wenn du gefragt wirst, was wünschst du dir zum Geburtstag oder was wünschst du dir zu Weihnachten? Nichts, weil ich habe alles, was ich brauche. Und je mehr Zeug ich haben möchte, desto voller wird meine Wohnung. Weil meine Wohnung wird ja nicht automatisch größer, nur weil ich mehr Zeug haben will. Ja. Es ist... Dass man also als Kind hätte man wahrscheinlich nie gedacht, dass man irgendwann mal sagt... Wieder ein Doktor. Ich möchte keine Geschenke. So. Weil ich habe alles, was ich möchte. Ich hätte noch Musiker nebenbei, wir sind auch immer Ausgaben. Aber bekommt ihr gar kein Geld dann? Ich meine, ich gehe von aus, Ausgaben für dich sind ja dann sowas wie Fahrtkosten und so. Schön, dass ich wieder die Erste bin. Vielleicht so irgendwie in einer Band oder so. Und ihr tretet dann so auf Stadtfesten auf oder so. Cool, David. Aber okay, dann ist natürlich, ja, dann kommt halt nicht wirklich Geld rein, ne, wenn du deine Musik dann noch verschenkst. War ich nicht hier an einem Gem? Hier. Oh, echt jetzt? Ah, der kommt mir gar nicht nach. Oder doch? Hängen geblieben. Muss erstmal. Das war ganz doof. Ich würde gern meinen Gen eigentlich mal anmachen, aber ich weiß jetzt wieder nicht mehr, wo er ist. Aber es ist eigentlich voll ehrenwert, was du machst, Pando. Dass du deine Musik dann verschenkst. Dann auch für Beerdigungen braucht man Musik.
Level ist runter. Wurde er runtergeblendet oder hat er sich runtergewiegelt? Auch kein Totem weggemacht. Also nöd oder so, vielleicht am Ende. Okay, wenn er dort. Okay, dann ist jemand dort hinten. Jetzt nicht, aber verletzt ist. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie die Gens jetzt verteilt sind. Ja, scheiße, Dwight. Nicht gut. Danke fürs Abschmieren. Jetzt nöt.
dann werde ich wieder sterben. Ich glaube, ich war gerade hinter ihm, oder? War das nötig? Kannst du bitte vor mir rausgehen? Ich habe eine Aufgabe. Dwight, kannst du bitte vor mir rausgehen? Ich habe eine Aufgabe. Bitte. Dwight, geh doch bitte vor mir raus. Dwight. Hallo. Ach, Dwight, du bist gemein. Ich will ihm keine Punkte schenken. Hallo. So kann der denn nicht einfach vor mir rausgehen? Wieso hat das als... Hä? Es ist doch nur Lori vor mir rausgegangen. Warum hat das jetzt hier zwei gezählt? Weiß es nicht.